Jetzt wird von nun an wird immer shootert, nicht kickt. Shootert wird jetzt im Pradelberger Fußball. Ja, und ich bin der Thomas Knobel. Internationale Bühne für Cashpoint SC Reiterhaus der Lustenau und FC Mohren-Dornbirn. Das große Verletzungspech von VNAT Elite-Liga-Club Schwarz-Weiß-Bregenz. SV Lauchau hat einen neuen Trainer und Fußball total im Amateurfußball im Ländle. Das sind die Breaking News in der Pradelberger Fußballszene. Und damit grüß Gott und ein herzliches Hallo. Shooter 3.0, nächste neue Ausgabe, die Fußballshow von Pradelberg Online. Bundesligist Cashpoint SC Altach testet am Samstag, 22. August um 17 Uhr in der Cashpoint Arena gegen den Zweitligisten aus Deutschland, FC Heidenheim, und hofft endlich auf einen Torerfolg in der Vorbereitungsphase. Mit St. Gallen und SV Werder Bremen warten auf die Lustenau Austria zwei ganz prominente Testspielkracher. FC Mohren-Dornbirn spielt unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Montafon in Schruns am Samstag um 14.30 Uhr gegen den 8. der letztjährigen deutschen Bundesliga SC Freiburg und will alle Neuzugänge erstmals auflaufen lassen. Das größte Problem der Rothosen des FC Mohren-Dornbirn, das ist in der Offensive, weil es sind bis auf die Neuerwerbung Lukas Kapnick alle Offensivkräfte verletzungsbedingt wochenlang außer Gefecht. Mehr Verletzungspech geht wirklich nicht mehr, muss man wirklich sagen, weil VNAT Elite-Liga-Club Schwarz-Weiß-Bregenz hat 6 Langzeitverletzte, jetzt schon am Anfang der neuen Saison. Simon Turner, Petko Martinovic, Oguzhan Aydin, Emir Dütz, Elias Wiesener und jetzt ist noch der Haris Handanagic dazugekommen. Der hat sich beim Derby-Klassiker in Wolfurt letzten Samstag schwer verletzt und hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt bis nächstes Jahr im Frühjahr aus. In der VNAT Elite-Liga will der noch ungeschlagene Spitzenreiter World of Jobs VfB Hohenems am Freitagabend um 18.30 Uhr gegen SC Rötis vorlegen und sich die Spitzenposition festigen und auch ausbauen. Dauerstress für die Pradelberger Amateurfußballer in den nächsten Tagen, weil neben der Meisterschaft gibt es auch nächsten Dienstag und nächsten Mittwoch 32 Pokalspiele im Rahmen der zweiten Hauptrunde. Da gibt es viel Arbeit, natürlich alle Spiele dann auf Pradelberg Online auf der Unterhaus-Spezialseite dann nachzulesen, die Vorberichte und die Endergebnisse. Und dann hat es noch einen neuen Trainer gegeben, einen Trainerwechsel beim Vorarlberg-Liga-Club SV Typico Lohau. Nach 2 Spielen ist Peter Salmeier zurückgetreten und jetzt hat bereits Rifat Sen das Traineramt im Leiblachtal übernommen. Das war's, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende, bis bald. Ciao, Servus und auf Wiedersehen. Und das Wichtigste, gesund bleiben.